Kennt ihr auch diese vollkommen unsinnigen Unboxing-Videos, wo jemand ganz wichtig ein Stück Seife auspackt oder erklärt, wie ein Lippenstift funktioniert? Und dann haben die auch noch zigtausende von Klicks und ich frage mich, wie kann das angehen? Und deshalb mache ich jetzt genau auch so ein Video. Ein Unboxing of Die Biedewind bekommt ein neues Segelkleid. Natürlich dürfen dabei schöne Aufnahmen nicht fehlen. Sogar die Drohne wurde das erste Mal eingesetzt, stürzte mir fast ab, weshalb ich dann auch die Unterwasserkameras klar machte. Du erfährst in diesem Video, wie die Biedewind eine neue Rollreffanlage bekam, die ersten schönen Segeltouren, einen strahlenden Sonnenschein, aber auch Regen ohne Ende und einen verzweifelten Skipper, der sich immer wieder selber motivieren musste. Vollkommen trübes Wetter. So viel Kaffee kann man gar nicht trinken, um gute Laune zu bekommen. Es gab Fahrten von Kiel nach Lübeck, weil das Auto falsch stand, und dann wieder von Lübeck nach Kiel, weil dann das Boot wieder falsch rumlag. Und so ging es hin und her und ich machte einen auf Touri in Kiel. Natürlich wird auch von den ersten Segelerlebnissen mit dem neuen Segelkleid berichtet. Nun aber der Reihe nach. Wenn du meinen Kanal schon abonniert hast, dann kannst du unbedingt nachholen. Und meine Videos aufmerksam verfolgst, dann ist dir aufgefallen, dass ich bei meinem letzten Video Pfingsten auf Öhre beim Windeltreffen nicht nach Neustadt zurückgesegelt bin, sondern über Maastal nach Kiel. Perfekt, gut in Kiel angekommen. Der Mast soll ja gekrant werden, die Biedewind bekommt ein neues Segelkleid. Ich gönne mir jetzt endlich mal eine Rollfoganlage, die wird die nächsten 2 Tage eingebaut. Und dann komme ich Freitag zurück, hole das Boot ab und segel es zurück nach Neustadt. Pünktlich morgens um 8 kam der Segelmacher und wir verholten das Boot unter den Kran, legten den Mast und es wurde emsig begonnen, die Rollreffanlage zusammenzusetzen, die Löcher am Mast zu bohren und die Anlage zu installieren. Damit ich selber nicht wie Falschgeld im Weg stand, durfte ich dann die Leitblöcke anbauen. Wie man im weiteren Verlauf des Videos noch sehen kann, regnete es an diesem Wochenende häufiger. Und wir waren sehr glücklich, als dann endlich die Rollreffanlage im Trockenen noch installiert war. Welch ein perfektes Timing. Die ganze Nacht hat es gesaut und geblasen wie blöd. Dann klarte es auf. Um 8 kam die Firma Schulz, hat die Rollfoganlage angebaut. 11:45 fing es dann an zu regnen und zu gießen und wir waren aber mit Maststellen schon fertig. Dann hat er nur noch die Aufmaße genommen für die neue Genua. Die wird jetzt die nächsten 2 Tage angefertigt. Freitag, wenn ich dann wieder zurück beim Boot bin, ist sie schon angeschlagen. Und ich musste nur noch den Rest wieder alles rantüteln. Für Segler mag das jetzt ein bisschen bescheuert ausschauen, wie ich die Rollreffanlage im Trockenen teste. Aber A, musste ich sie selber erstmal ausprobieren. Und B, wird dieses Video auch von vielen Leuten aus Mittel- und Süddeutschland geschaut, die keinerlei Vorstellung haben, welch eine Erleichterung eine solche Rollreffanlage bringen kann. Nun soll es aber endlich losgehen und ich machte das Boot klar zum Ablegen. Aber es kam wieder anders mit dem Wetter. Erst begann es zu regnen, nach dem Regen begann es zu schütten und nach dem Schütten begann es zu hageln. Auf das Wetter war einfach kein Verlass. So, langsam wird es aber Zeit für den Ableger, auch wenn es ein bisschen nass ist. Und, macht's der alte Diesel noch? Ah, ihr kommt. Stolz wie Oskar segelte ich entlang der Kieler Förde in die freie Ostsee.
machte mich mit meiner neuen Rollreifanlage vertraut und genoss das stille Dahingleiten. Ich hatte nur einen kurzen Schlag bis Strande vor, um von dort aus am nächsten Tag nach Fehmarn zu segeln. Genial! Genau in dem Augenblick, wo ich anlege, fängt es an zu regnen. Aber ich bin auch trocken durchgekommen. Hatte schön Segelwind, um die neue Genua auszuprobieren. Toll! Und einen Platz an Strande habe ich nach einigen Suchen auch noch gefunden. Der nächste heftige Schauer ging durch und nach einer Stunde war der ganze Spuk wieder verschwunden und die Sonne schien. Da es schon spät nachmittags war, dachte ich mir, jetzt ist eine gute Gelegenheit, um einmal die Drohne steigen zu lassen und einen herrlichen Blick über die Kieler Förde, Strande und Kiel-Schilksee zu haben. Fein, dachte ich, wenn das Wetter morgen so wird, werde ich eine tolle Überfahrt nach Fehmarn haben. Aber wieder einmal sollte mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Am nächsten Morgen kam eine Starkwindwarnung. Ist das ein Mistwetter? Es regnet in einer Tour. Gewitter sind angesagt. Windstärke 5, Böen 9. Natürlich auch noch aus Ost, wo ich hinsegeln muss. Ach, ich habe mir erstmal Brötchen geholt und mache mir jetzt gemütliches Frühstück. Das Wetter wurde den ganzen Tag nicht mehr besser. Ich tröstete mich mit Videos vom Old Sea Dog oder von Mieke. Ich blieb den ganzen Tag im Hafen, im Regen liegen. Sonntagmorgen, 4:30. Der frühe Vogel trinkt auch mal einen Korn. Ich stehe auf, koche mir einen Tee, eine Kanne und eine Kanne Kaffee. Dann lege ich zeitig auf. Da ich bedingt durch die Schlechtwetterlage einen ganzen Segeltag verloren hatte, konnte ich die Etappe nun nicht in zwei Stücke Kiel-Fehmarn, Fehmarn-Neustadt teilen, sondern musste alles in einem Rutsch erledigen und dementsprechend früh morgens aufstehen und lossegeln. Als Einhandsegler ist es immer wieder eine kleine Herausforderung, mit dem Boot abzulegen und an vier Ecken gleichzeitig die Leinen zu bedienen. Ich bin eigentlich kein Frühaufsteher, aber ab und an morgens vor Sonnenaufgang aufstehen und in diesen hineinzusegeln, ist irgendwie schon ein tolles Erlebnis, was ich immer wieder genieße. Nun der Blick von Achtern, wie es ausschaut, wenn ich die Roll-Genua setze. Ich verbleibe im Cockpit und kann alle Leinen von dort aus bedienen. Das sind herrliche Augenblicke, so früh morgens, fast in den Sonnenaufgang hinein zu segeln. Alles so ruhig und friedlich nach dem Sturm gestern. Ist zwar jetzt ein Vormwindkurs mit Schmetterlingssegeln, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ah, einfach nur schön, die Sonne scheint, das Wasser ist glatt. Herrlich. Der Kurs verläuft parallel zum Kiel-Ostseeweg. Querab von mir sehe ich all die großen Schiffe, die den Nord-Ostsee-Kanal passieren. Ach, Frühstück unter See, was will man mehr?
direkte Weg von Kiel nach Fehmarn ist mir verwehrt, da sich dazwischen ein Schießgebiet befindet, was großräumig umfahren werden muss. Kurz vor Fehmarn bzw. vor der Fehmarn-Sundbrücke. Die ersten 25 Seemeilen konnte ich noch wunderbar segeln. Jetzt ist der Wind ein bisschen eingeschlafen. Wunderbar, das erste Etappenziel ist erreicht. Die Fehmarn-Sundbrücke ist in Sicht. Ich denke, meine halben Stunde bin ich drunter durch. Prima. Fehmarn liegt hinter mir, die Fehmarn-Sundbrücke ist passiert und tatsächlich auf dem Kurs jetzt in die Lübecker Bucht ist da noch ein klein bisschen Wind gekommen. Ist zwar nicht viel, aber dank der großen Genua laufe ich jetzt mit 5 Knoten. Ja, das ist doch 1000-mal besser als unter Motor zu laufen. Kurz vor Grömitz. Neustadt ist bald erreicht. Ich denke mal in 2-3 Stunden bin ich da. Schönes Tagespensum gemacht. Und weil alles so schön friedlich war und die Stimmung so herrlich, beschloss ich die Drohne das erste Mal vom Boot aus steigen zu lassen. Das funktionierte auch recht gut. Und nach einer Weile meldete sich die Drohne, die ja mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, und meinte, das Boot befindet sich zu weit weg und sie würde jetzt die Landung einleiten. Auf dem freien Wasser. Na, ich schnell eine Wende gemacht und zurück und heftig auf Stopp gedrückt, abbrechen, abbrechen, nicht landen, auf mich warten. Und es gelang mir mit letzter Kraft dann doch noch, die Drohne irgendwie an Bord zu bekommen. Gegen Abend machte ich in Neustadt fest und machte das Boot wieder klar. Am nächsten Morgen hieß es früh aufzustehen und das Auto wieder aus Kiel zu holen, wozu ich verschiedene Verkehrsmittel nutzen musste. Den Ausflug nach Kiel verband ich mit einer schönen Fahrt über der Förde. Und weil es so schön ist, noch einmal der Dampfer. Zweimal kurz bedeutet, ich wende über Backbord. Der Biedewind von Kiel nach Neustadt hat hervorragend geklappt. Die Rollgenua hat sich bewährt. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist das Auto aus Kiel wieder abzuholen, nach Neustadt zu fahren, die Biedewind auszuladen. Ja, und dann muss ich irgendwann noch mal wieder zur Arbeit. Wenn du bis hierhin das Video geschaut hast und immer noch dabei bist, kann mein Unboxing, ein neues Segelkleid für die Biedewind, ja gar nicht so langweilig gewesen sein. Und du solltest meinen Kanal abonnieren. Dann erfährst du auch, wie es weitergeht, wie sich das neue Segelkleid auch bei stärkerem Wind und in den schwedischen Schären verhält. Für die nächste Zeit wird auf meinem Kanal jetzt etwas Ruhe einkehren, da ich nächste Woche in meinen Sommerurlaub fahre und vermutlich 2 Monate lang keine Zeit habe, weitere Videos zu drehen. Aber dann sei gespannt auf die neuen Abenteuer der Biedewind.